Das Außengelände des Dessauer Triebwagenmuseums. Hier stehen sie, alte Reichsbahntrieb- und Beiwagen. Leider sind einige von ihnen ein Schein ihrer selbst. Thomas Speich, Vereinsvorsitzender vom Dessauer Triebwagenmuseum, kennt seine Exponate genau. Triebwagen ist das Stichwort. Hinter uns steht einer. Was ist das für einer? Ja, also hier hinter uns haben wir hier einen Triebwagen mit Baujahr 1934. Der ist mit der Nummer 137063 1934 in Dienst gestellt worden und hat ja eigentlich bis Anfang des Zweiten Weltkrieges ist er in Dresden gelaufen, wurde dann abgestellt und kam nach Ende des Krieges gleich wieder in Fahrt, ist von der sowjetischen Militäradministration beschlagnahmt worden. Dann hat man ihn umgebaut als Sonderfahrzeug, wie man das heutzutage ausdrückt, und er wurde für Funkmesszwecke hergerichtet. Und diese Funktion hat er bis 1997 beibehalten. Diese Bauart zum Beispiel war also für den schnellen Eilzugdienst gedacht, deswegen nannte sich das ja auch ein Eilzugtriebwagen. Und er sollte also auch den Verkehr beschleunigen, weil wir haben ja doch bessere Beschleunigungswerte gehabt als wie Dampfloks. Wie schnell sind die denn gefahren? Also der hier hatte eine Zulassung für 110 km/h. Das wird da mal ihr Verhältnis ja schon ganz ordentlich gewesen. Ganz ordentlich gewesen. Ja, also da war man schon sehr weit. Ja, zu meiner Linken hier haben wir jetzt hier auch einen Steuerwagen der Einheits- oder der Eilzug. Der einen Eilzuggrundriss hat, wurde fast zeitgleich mit dem Triebwagen, den wir uns eben angeguckt haben, geliefert. Da wissen wir nicht genau, in welche Dienststelle er kam, aber er ist dann auch über den Krieg hin hier in Ostdeutschland geblieben und noch eingesetzt worden und hat seine letzten Einsatzjahre als Büro- und Messwagen verbracht für Rheostatanlagen. Hier steht das nächste Fahrzeug. Sie sagten eben ein Beiwagen. Was ist das für einer? Das ist ein Beiwagen, der wurde hier im Vallonbau Dessau gebaut. Und damals war es eine Fabrik als solches und ist 1938, glaube ich, ausgeliefert worden an eine Stendaler Kleinbahn. Ist dort auch bis nach dem Krieg gelaufen und auch danach noch, auch nachdem er durch die Enteignung der Reichsbahn zugeordnet wurde, ist er auch dort geblieben. Also er hat eigentlich den Stendaler Raum nie wirklich verlassen. Und von dort haben wir den auch vor rund 7-8 Jahren geholt. Davor steht noch einer. Gehen wir mal hin. Ja, da vorne haben wir jetzt einen Triebwagen, der im Vallonbau Ammendorf gebaut wurde. Einer von drei Stück. Dieser ist 1938 ausgeliefert worden und kam dann zur Kentiner Kreisbahn. Hat das kriegsmäßig auch alles gut überstanden und ist dann auch bis zur Privatisierung von der Kreisbahn auch weiterhin da gelaufen. Was ist denn das jetzt für ein Fahrzeug? Ja, hier haben wir quasi den Nachfolgewagentyp von den Eilzuggrundrissen. Das ist jetzt ein sogenannter Steuerwagen im Essener Grundriss. Der zeichnete sich dann neuerdings aus, dass er also in der Mitte auch einen Einstieg hatte mit Schiebetüren, was für die damalige Zeit enorm von Vorteil war, weil der Fahrgastwechsel natürlich wesentlich zügiger vonstatten ging, als wie mit den Türen an den Endeinstiegen. Und diesen Wagen hat man natürlich dann auch weiterentwickelt zur Einheitsbauart. Leider stehen nur drei Fahrzeuge überdacht. Den 147.080 haben wir heute schon gesehen. Was haben wir denn jetzt für einen Wagen hier? Ja, es handelt sich hierbei um einen Beiwagen. Dieser Beiwagen ist quasi noch vor den eigentlichen Triebwagen und Steuerwagen entstanden. Man wollte ja quasi, wie schon mal erwähnt, den Betrieb eigentlich vereinfachen, hat aber dann gemerkt, es ist sehr aufwendig, an den Endbahnhöfen jedes Mal mit dem Triebwagen drumherum zu fahren und wieder ranzufahren, und hat also diese Fahrzeugbauart auch relativ schnell wieder verlassen. Das heißt also, die haben nur ein ganz kurzes Entwicklungsdasein gehabt von vielleicht einem Jahr, das war es dann schon, und fortan kamen dann nur noch Steuerwagen, also man baute dann auch keine Beiwagen mehr.
Und sie sind mit diesen mechanischen Triebwagen gelaufen, weil die auch sehr leicht sind hier. Und wurden nicht weiterentwickelt, auch nicht weitergebaut. Es ist einfach eine ganz kurze technische Episode gewesen. Also hier haben wir jetzt einen Triebwagen, der ja noch richtig gut aussieht. Was ist ja, das für einer? Also kleine Korrektur, es ist kein Triebwagen, es ist ein Steuerwagen. Sieht von vorne natürlich auch aus wie ein Triebwagen, weil sie eigentlich den gleichen Grundriss haben. Und dieser ist ja 1934 gebaut worden für die Deutsche Reichsbahn und war als Steuerwagen konzipiert worden, wurde so auch eingesetzt. Er sollte natürlich auch den Verkehr verflüssigen und dieses lästige Umfahren von Fahrzeugen an den Wendebahnhöfen einfach überflüssig machen. Hier haben wir einen Triebwagen, der sieht aus wie ein Reichsbahntriebwagen, ist aber eigentlich eine Mogelpackung. Was ist das? Ja, also hier haben wir den VT01, der ursprünglich mal bei der Regentalbahn gelaufen ist. Dass er heute, sagen wir mal, diese Lackierung hat, liegt einfach daran, er sollte ja mit den Fahrzeugen, die wir hier vor Ort haben, auch zusammenlaufen. Und da die ja nun mal alle Reichsbahnlackierungen haben, würde das natürlich etwas komisch aussehen, wenn wir einen blau fahren lassen und der restliche Zug ist in rot. Deswegen haben wir gesagt, gut, okay, wir machen den jetzt auch eine Reichsbahnlackierung, haben uns ein bisschen so an das Outfit der 50er Jahre rangetastet und haben den dann entsprechend lackiert und hergerichtet. Das ist eigentlich der Hintergrund. Kann man denn in der Zukunft irgendwann mal die Triebwagen hier auf den Gleisen bei der Wörlitzer Bahn zum Beispiel mal fahren? Ja, also geplant ist das auf alle Fälle. Bis jetzt lässt sich der Zeithorizont sehr schlecht bestimmen, weil es einfach an finanziellen Mitteln hapert. Und das ist eigentlich auch eigentlich einer der Hauptgründe, warum das momentan relativ schlecht vorwärts geht. Auch relativ wenig Leute, weil Nachwuchs so gut wie nicht vorhanden. Das bremst natürlich enorm. Aber es bleibt zu hoffen, dass eines Tages mal wieder ein Reichsbahntriebwagen oder der Mogel-DR-Triebwagen, ja, sage ich jetzt nochmal, ja, fahren kann. Ja, ne, wie sagt man mal so schön, Hoffnung stirbt zuletzt. Schließen wir uns der Hoffnung an, dass eines Tages in Zukunft ein Reichsbahntriebwagen gespannt wieder fährt.